liebe Freunde, willkommen zurück zu Flippin' Dragon Quest. Nein, natürlich ist es Monster Hunter. Digga, the fuck? Ja, wir sind wieder da. So, ich zeige euch mal ganz kurz, was hier am passiert ist, was hier am Start ist. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe hier bereits angekündigt, dass ich schon etwas gespielt habe. In der Zwischenzeit, einfach damit ein bisschen was passiert. Und wir nicht von Null anfangen, wenn ich quasi, ne, wenn es quasi weitergeht in der Session. Und die Fortschritte möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Okay? So. Und zwar zeige ich euch am besten einfach mal meine Ausrüstung. Wir haben den Baumfäller, und zwar auf Max. Wir haben die Teufelsgewehrlanze, das blühende Messer und die Nargakuga-Rüstung. Und das alles auf Max. Ich habe auch die Duranboros-Rüstung auf Max. Und zusätzlich noch die versteckte Schneide auf 2. Blühendes Messer und giftiges Monster. So, dazu den Belebungstalisman, der uns jede Runde heilt. Und ich habe hier 2 Rüstungen. Einmal Duranboros und einmal die Nagakuga. Einmal haben wir die Ausweichfähigkeit und Salzwunde. Und das andere Mal haben wir Heldentat und Gesundheitsbooster. So. Jetzt kommen wir aber zu den Monstis oder zu den Monsteren. Warte mal, haben wir irgendwo hier? Okay. Das ist unser Team. Ich bin Level 20. Wir haben einen Level 18 Tigrex, einen Level 20 Nagakuga, einen Level 20 Gerhard, a.k.a. Monobloss, einen Poké Poké und einen Königsludroff. Ja, ich habe ein bisschen was gemacht. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal das Ganze. Ich habe einen Tigrex geholt. Den habe ich auf Level 14 oder 15 besiegt, tatsächlich. Zusammen mit dem Nagakuga. War anfangs sehr tricky, weil der Tigrex jedes meiner Teammitglieder geone-shottet hat. Beziehungsweise nicht nur meiner Teammitglieder, sondern auch des anderen Teams. Ne, also dem Begleiter. Allerdings habe ich da einen kleinen Trick für euch. Und zwar nehmt ein Schild und Schwert. Immer wenn er nicht auf einen Geschwindigkeitsangriff geht, dann geht er auf die Felsknarre und dann blockt ihr einfach mit eurem Char. Dann werdet ihr nicht One-Shot sein. Euer Monster dürfte so viel Leben haben, dass es überlebt. Ab Level 14, 15. Knapp. Und wenn ihr ihn countert, könnt ihr nicht sterben. Also er greift immer mit Grün, also mit Technik an. Und ihr könnt... Wisst ihr was? Ich zeig's euch einfach. Wir machen kurz einen Tigrex zusammen, okay? So. Aber, wo haben wir jetzt noch die Stats da? Wir haben nicht nur einen Tigrex. Wir haben auch einen Nargakuga. Und zwar auf Level 20 mit jedem einzelnen Stat auf Max. Sprich, die ganzen Fähigkeiten auf Max. Ne? Wir haben hier den Killerschwanz. Den hat er von mir. Dann haben wir den Gerhard, Pyuki Pyuki, den Ludroth und natürlich Alvin und Schulk. Schulk, who knows. So, wenn ihr einen Tigrex fangen wollt, dann müsst ihr Folgendes tun. Holt euch am besten die Duranboros-Rüstung, denn die Duranboros-Rüstung gibt euch einen TP-Boost. Okay? Wenn ihr die Duranboros-Rüstung ausrüstet, ihr seht, ich habe jetzt 129 TP. Und das reicht, um eine Felsknarre zu überleben. Wenn ich die Duranboros-Rüstung ausrüste, dann habe ich 159. Ne? Also das Ding ist, ich bin jetzt auf Level 20 und natürlich mache ich den jetzt easy weg. Aber am Anfang war es halt immer so, dass ich um die 100 Life Points hatte. Und sein Move hat immer 110, 115 gemacht. Und das hat halt immer gereicht für einen One-Shot. Mit der Duranboros-Rüstung solltet ihr von den LP her so hoch sein, dass ihr immer eine Felsknarre überlebt. Außerdem hat die Duranboros-Rüstung gute Death-Werte. So. So. Nagakuga kann man auch empfehlen, weil ihr manchmal Moves dodgt. Ist aber weniger reliable, als einfach den One-Shot zu tanken. Okay.
So, ihr, falls ihr den T-Rex finden wollt, findet ihr den in diese Richtung. Da drüben, ne, da ist er am Schlafen. Ihr kriegt hier einen Text von Naviru, dass es ein Königsmonster ist. Dann greift ihr es einfach an. Es ist egal, von hinten, von vorne, das Ding schläft. Ihr kriegt immer den Überfall. Und ja, jetzt geht ihr einfach immer auf Technik. Weil der T-Rex ist ein Geschwindigkeitsmonster. So, ich stelle mal auf 2, dass das Ganze nicht allzu krass schnell ist. So, jetzt geht er auf die Felsknarre. Na, ihr seht, er greift niemanden insbesondere an. Mein T-Rex geht ebenfalls auf die Felsknarre. Ich würde jetzt theoretisch angreifen, weil ich das mittlerweile sowieso überlebe. Aber einfach nur für den Purpose des, weil wir das gerade hier showcasen wollen, block ich mal. So, unser T-Rex kommt zuerst ran. Wir machen guten Damage. So, der Dude kommt auch zuerst ran. So, warum greift er jetzt an? Hä? What the fuck? Ich habe keinen Angriff von ihm gesehen. Haben wir ihn irgendwie disturbed oder so? Normalerweise müsste er nämlich... Schau mal. Normalerweise sieht man doch, wen er angreift. Okay. Ich greife jetzt einfach mal an. Genau, jetzt kommt die Felsknarre. Mein T-Rex wird at this point tatsächlich abnippeln, wenn er auf meinen T-Rex geht. Alle anderen dürften es überleben. Ist auch immer ein bisschen RNG im Spiel. Wir hätten hier aber den T-Rex heilen müssen. Theoretisch. So. Jetzt ist er auf Schalk gegangen und das passt. Jetzt geht er auf T-Rex. Er wird mit dem T-Rex einen Gleichstand haben. Das heißt, wir können ihn einfach angreifen lassen, weil unser T-Rex macht immer mehr Damage als er. Aber wir haben natürlich weniger Leben. Deswegen müssen wir trotzdem heilen. So, ich hätte einfach heilen können, ne? So, wir machen doppelt so viel wie er. Ne, und lassen einfach die anderen angreifen. So, jetzt haben wir noch eine Runde. In der nächsten Runde dürfte er theoretisch in den Rage-Mode gehen. Und dann wird es erst richtig interessant, weil im Rage-Mode greift der T-Rex tatsächlich zweimal an. Und das ist ein Problem, weil wenn er zweimal angreift, kann er alles töten. So, da kommt wieder die Felsknarre. Wir überleben. Genau, 101 Damage macht es. Also wenn ihr es überleben wollt, holt euch die Duramboros-Rüstung und let's go. So, jetzt lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr Lowlife seid und er im Rage-Mode ist. Er kann zweimal angreifen. Wenn er im Rage-Mode ist, geht er immer auf Kraftangriffe. Das heißt, wir gehen für die Geschwindigkeit. Wir können nicht sterben, wenn wir ihn countern. Das heißt, wir greifen trotzdem an, auch wenn wir Lowlife sind. Das bedeutet, wir machen Damage und wir kriegen die Bindungsleiste gefüllt. Okay? So, boom. Und in diesem Fall habe ich nicht mal Damage kassiert, weil es ein kompletter Konter war. Meiner Erfahrung nach greift er nie zweimal denselben an im Rage-Mode. Das bedeutet, wir können nicht sterben, wenn wir ihn in dieser Runde countern. Deswegen ist es sehr gut, wenn er auf den Spieler geht. Na? So, jetzt hier zum Beispiel wissen wir ganz genau, okay, Schulk oder Schalk und hier der andere Dude sind im Rider-Modus oder was auch immer. Das bedeutet, diese Runde wird einfach geskippt. Sprich, diese Runde kannst du machen, was du willst. Du kannst dich heilen, du kannst angreifen, du kannst machen, was du möchtest. Du weißt, diese Runde wird geskippt. Er macht Damage und der T-Rex macht gar nichts. Und das ist sehr, sehr gut. Spart euch die Rider-Runden für den Rage-Mode auf. Am besten beide, denn dann könnt ihr 2 von 3 Rage-Mode-Runden skippen. So, heftiger Speer, wir treffen. Kritten ihn tatsächlich. Jetzt geht er direkt hier in das Ding rein. Kassiert nochmal. Hat ein paar Teile fallen lassen. Und jetzt wiederum sind wir im Rider-Modus. So, und jetzt gehen wir für die Bindungsfähigkeit. Und somit haben wir schon die 2 von 3 Rage-Runden geskippt. So, machen guten Damage.
und jetzt ist er wieder aus dem Rage-Modus draußen. Das heißt immer 3 Runden Rage-Mode, 2 davon könnt ihr mit Ults quasi überbrücken und eine davon müsst ihr halt tanken. Wenn ihr Glück habt, greift er euch an und ihr könnt countern. Und wenn nicht, dann habt ihr halt einen Tod. Ist auch scheißegal. So, jetzt wird er wieder für die Felsknarre gehen. Ich habe aber volles Leben und keinen Grund, nicht anzugreifen, denn wir tanken eine. Wenn ihr das nicht tut, wie gesagt, einfach wieder auf Abwehr drücken, falls er auf euch geht. Alvin ist leider auch ein bisschen fragil, aber hey, mal gucken. So. Alright. Und er ist fast bald mal down. Er wird wahrscheinlich noch einen zweiten Rage-Mode erleben. Und wir gehen einfach auf den Heal, auf den T-Rex. Der T-Rex macht eh mehr Damage als wir selbst. Deswegen sind wir da völlig cool mit. So, der Dude macht auch immer guten Damage. Alright, da kommt der zweite Rage-Mode. Jetzt wird es ein bisschen tricky, denn wir haben keine Ult mehr. Aber er geht tatsächlich wieder auf mich. Und das ist gut, weil, again, den Konter können wir nicht verlieren. Wir fressen zwar 49 Damage, aber so ist es. Ne, selbst wenn wir Lowlife wären, wir könnten nicht sterben. Wir haben immer ein KP übrig. Oder ein TP. Nachdem wir ihn countern. Und er hat wieder nicht mich angegriffen. Das heißt, er greift nie zweimal denselben an. Was ihr nicht machen solltet, ist die Rider-Fähigkeit versuchen auf Stufe 2 oder 3 zu bringen, wenn er im Rage-Modus ist. Weil er wird euch zweimal angreifen. Er wird euch einmal angreifen, einmal werdet ihr ihn countern und dann wird er aber das zweite Mal mit einem Speer angreifen und er wird immer treffen und er wird euch immer auf 1 KP bringen und euch vom Monster schmeißen und damit verliert ihr eure ganze Bindung, euren ganzen Stat. So, theoretisch müssen wir hier heilen an der Stelle. Ich gehe jetzt nur für ein Lebenspuder, heißt, dass das Monster von Alvin jetzt sterben könnte, wenn er es angreift. So, da kommt die Reißzahn-Kombo. Die überlebt der Alvin. Und wir überleben es nicht, weil wir mit der Nagakuga-Rüstung genau nur 129 Leben haben. Again, wenn ich jetzt T-Rex farmen würde, würde ich Duranboros verwenden, aber ich habe ja gleich vor, weiterzuspielen. Mit der Duranboros überlebt ihr das auf jeden Fall. So, Geschwindigkeit auf dem Ding. Das heißt, wir kriegen Hard-Counter. Oder sie kriegen Hardcounter. Brechen nochmal ein paar Objekte. Die Felsknarre macht noch ein bisschen gut Damage. Und da kommt der wilde Speer. Das ist der Crit-Move. Den überlebt ihr nie. Außer ihr blockt. Maybe. Und das ist dann halt einfach RNG. So. Jetzt seht ihr, der T-Rex ist super low. Die beiden haben Ult. Das heißt, der T-Rex wird auf jeden Fall in der nächsten Runde sterben. Und das Ganze ist, by the way, auch möglich ohne einen einzigen Tod. Es ist, again, jetzt einfach so, weil ich die Duranboros-Rüstung nicht ausgerüstet habe und weil ich an der einen oder anderen Stelle nicht geblockt habe, wo ich hätte blocken können oder sollen. Hätten wir das perfekt runterspielen wollen, aber ihr versteht ungefähr, um was es geht. Wir setzen jetzt hier den Farbball ein, damit sich unsere Chance erhöht, ihm zu folgen. Ich musste trotzdem 15 Mal diesen T-Rex machen, um, also no joke, ne? 15 Mal musste ich ihn machen, damit er einmal geflohen ist. Weil das ist einfach super selten. Und tatsächlich Vorführeffekt, erster T-Rex in der Session hier live. Und wir kriegen ein Nest. Optimal, Digga. Jetzt kann ich euch zeigen, wie man T-Rex farmt. T-Rex ist mit Abstand das stärkste Monster, was man in dem Spielstand scheinbar bekommen kann, beziehungsweise zu dem Spielfortschritt. Es ist nämlich ein Monster, was ihr erst ab Gebiet 4 bekommt, während wir hier in Gebiet 2 rumpimmeln. Und es sollte auch für das Late Game ziemlich, ziemlich gut sein. So, jetzt haben wir hier den T-Rex-Bau. Bevor ihr jetzt aber hier reingeht, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar, schnappt euch einen Königsludroth oder irgendwas anderes. Vielleicht habt ihr auch schon einen T-Rex, mit dem ihr Lianen raufgehen könnt. Dann rennt ihr zu dem Save Point hier unten. Jetzt speichert ihr das Spiel. Okay. Und zwar hier. Wir überschreiben.
diesen Save Point. Und jetzt haben wir dieses Nest gespeichert. Das bedeutet, wir gehen jetzt ein Ei holen. Und wenn das Ei gut ist, cool. Und wenn das Ei schlecht ist, können wir ganz einfach den Spielstand neu laden. Ne, das Ei oder die Gene des Monsties. Wenn die schlecht sind, können wir einfach den Spielstand neu laden. Und dann es nochmal versuchen. So, wir gehen jetzt in den Tigrex-Bau. Und schauen mal, was da auf uns wartet. Mit dem Nagakuga könnten wir uns jetzt hier rumschleichen, aber die Tigrex-Baus oder generell die Bauten hier, oder Bauten-Baus, sind relativ kurz. Dementsprechend, ja, siehste, nix. Die sind übrigens immer anders. Also wenn man reingehen geht, wenn man resettet, es kommt auf den Bau drauf an, was für ein Ei ihr habt. Ich habe 2-3 Mal denselben Bau gehabt und immer die gleichen funkelnden Eier oder eben nicht bekommen. So. Genau, wir wollen ein goldenes Ei oder natürlich optimalerweise ein regenbogenes Ei. Ich habe das Ganze 3 Stunden gemacht. Ich habe kein einziges regenbogenes Ei bekommen. Goldene Eier sind super duper selten. Ja. Jetzt haben wir nichts bekommen. Die Eier sind weg und er schläft immer noch. Das bedeutet, wir laden jetzt einfach den Spielstand. Sprich, gehen zum Titelbildschirm, laden den Spielstand neu und gehen eben wieder rein. Wenn ihr den Königsludroth habt, könnt ihr einfach links herum übers Wasser an den Ludroths vorbei. Und wenn ihr schon einen Tigrex habt, dann könnt ihr ganz einfach die Lianen bzw. die Kletterpflanzen hoch, an denen ich jetzt gerade hochgeklettert bin. Und somit seid ihr sehr, sehr schnell beim Nest. Ansonsten müsst ihr rechts rum und einen kleinen Umweg nehmen. Das ist aber okay. Es gibt noch mehr Speicherstandpunkte. Wichtig ist einfach, dass ihr zum Speicherpunkt hinlauft und nicht teleportiert oder so oder ins Dorf zurückgeht oder whatever, weil sonst werden natürlich wieder die Nester resettet und dann ist der Tigrex weg. Okay, also wir hatten jetzt quasi Pech mit dem Tigrex, mit dem Ei. Dieses Monster, wenn es schlüpft, wird irgendwie 3 versiegelte Gene haben und das ist halt nicht gut am Ende. Wir wollen halt entweder Gold, dann hat es noch 1 versiegeltes Gen, das ist das, was ich gerade jetzt habe an Tigrex. Oder natürlich Rainbow, da sind alle Slots offen und das ist natürlich optimal. Ich habe einen Tigrex bekommen, einen goldenen mit plus Angriff, plus Verteidigung, und also physisch beides, was ziemlich gut ist für einen Tigrex. Und ein paar anständige Gene und... ja, wie gesagt, ich habe safe 2,5, ich habe safe 1,5 bis 2 Stunden den Tigrex gefarmt. Nee, länger, Digga. Ich habe safe 3 Stunden Tigrex gefarmt und nochmal ungefähr 4 Stunden genau das hier gemacht. Auch in der Hoffnung, ein Regenbogenei zu kriegen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade denselben Bau haben. Weil wir gerade nichts pullen und es war einfach, glaube ich, ein gerader Dingens. Genau. Wenn er aufwacht. Einfach schnell Naviru wegklicken und dann zum Titelbildschirm zurück und dann fliehen. Das Problem ist, wenn euch der Tigrex, wenn er aufwacht und er euch einholt bzw. euch catcht, dann könnt ihr nicht fliehen. Ihr müsst gegen ihn kämpfen. Und wenn ihr sterbt, dann landet ihr zurück im Dorf. Ne? Also guckt, dass ihr nicht allzu greedy seid, wenn ihr irgendwie ein goldenes habt oder so oder ein Rainbow oder whatever. Dann seid nicht greedy, weil wenn ihr den Kampf gegen den Tigrex dann noch verliert, dann landet ihr eben wieder im Dorf. Und das wäre super, super bad. So, ja, das habe ich gemacht die letzten 10 Stunden. Also for real, ich habe 10 bis 15 Stunden Monster Hunter gespielt und habe nur das gemacht. Ich habe Nagakuga gegrindet und ich habe den Tigrex gelevelt und gegrindet. Und das ist das Ergebnis. Und hey, ein Regenbogen-Tigrex wäre halt schon ziemlich fucking nice. Aber ich glaube, wir gehen jetzt hier mindestens mal auf einen goldenen. Einen goldenen ist auch okay, denn mir fehlen noch viele Skills von ihm, die ich auf plus 2 ballern möchte. Aber ja, einfach um das Ganze zu showcasen. Wir sind wieder hier und haben wieder einen ähnlichen Bau. Nur diesmal haben wir einen Königsludroth hier drin. Okay. Cool, dann hoffen wir mal, dass wir irgendwas bekommen. Irgendwas Nices. So, nix. Wieder nix. Schmutz.
Und wieder Schmutz. Und das war's schon wieder. Und er wacht schon wieder auf. Ja. Wenn das passiert, wenn Naviru euch dazwischen quatscht und euch voll labert und so, und ihr die Textbox nicht schnell genug wegdrücken könnt, um auf X zu gehen, um euch in den Titelbildschirm zu katapultieren, dann wacht er auf, holt euch ein und dann müsst ihr den ganzen Kampf machen, weil ihr könnt nicht fliehen. Also ihr könnt euch entweder sterben lassen, ins Dorf zurück oder whatever. Am besten ihr schaltet dann einfach die Switch bzw. das Spiel neu ein. Ihr resettet einfach das Game und dann seid ihr einfach schneller. Also, ne. So, cool. Haben wir wirklich das ganze Gedöns geshowcased hier. Ne, jeden Fall. Jetzt hätte ich gerne aber noch ein Rainbow Eye, weil dann hätten wir wirklich, wirklich alles geshowcased. Okay. Gut, dann haben wir das Ei also in unserer Tasche. Wir haben jetzt halt nur ein goldenes bekommen und keine Rainbow. Aber again, ich habe schon 4-5 Stunden gefarmt. Ich habe jetzt nicht vor, wegen einem Tigrex-Ei, keine Ahnung, 12 Stunden reinzustecken, vor allem offscreen. Wenn, dann machen wir das mal irgendwie in einem Livestream, wo wir einfach Shiny hunten, quasi. Ne? So, da haben wir einen Tigrex auf Stufe 1. Jetzt gucken wir uns mal seine Gene an. Wo zum Teufel? Da, ich bin schon drauf. So, wir haben Toben, wir haben Anvisieren und wir haben Schutzgen. Auf plus 1 bereits. Senkt manchmal die Menge erlittenen Schadens. Und das Wildschlaggehen. Okay, das ist die Felsknarre. Ich glaube, wir machen direkt mal den Ritus der Überlieferung. Wir wählen zuerst den hier und dann den hier. Und jetzt schmeißen wir ihm die Felsknarre auf plus 2. Ne? Wenn ihr das öfter macht, könnt ihr quasi die ganzen Attacken leveln. Die machen dann mehr Damage. So, dann haben wir hier noch einen Nagakuga mit einem kritischen Gen. Aha. Interesting. Das kritische Gen. Habe ich schon auf plus 2 hier. Ja. Hier sind wir schon Max. Okay. Ja, so bekommt ihr einen Tigrex oder verstärkt euren Tigrex, den ihr bereits habt oder was auch immer. Und zwar ziemlich easy.